Davon kann ja wohl hier nicht die Rede sein. Woher kommt ihr denn? Ja, und was wollt ihr hier? Seid doch nicht so unglücklich. Seht ihr nicht, wie mitgenommen sie aussehen? Ja, sie sehen so aus, als ob das Pech an ihnen klebt. Sei still, Fangaloka. Gastfreundschaft ist uns immer noch heilig. Ja, und seit wir immer weniger werden und so viele Menschen vor uns gegangen sind, fehlen uns doch sehr viele wichtige Menschen. Gibt es hier eine solche? Keine Sorge, es gibt hier keine Seuche. Ja, aber wir wollen euch hier trotzdem nicht. Komm. Und hol schnell die Anführerinnen. Hier gibt es sicher bald einen Streit. Vater, ich kenne dich gar nicht mehr. Es scheint, als ob sich Menschen wieder kümmern. Lauf schon. Was bist du nur für ein Mensch? Wir kommen von weit her, aus großer Not. Uns sind der Hungersnot noch knapp entkommen. Unser Floß ist versiegt. Wir hatten nichts mehr zu essen. Und jetzt wollt ihr unser Essen haben. Ach, wir werden schon etwas für euch finden. Was könnt ihr denn so? Ja, was? Habt ihr denn so anzubieten? Oh, also, wir haben hier viele Talente bei uns. Ich kann gut reden. Ich bin ein guter Jäger. Das fehlt mir noch, denn in unsere Abgründe streitig machen wir. Ja, los, Alter, werfen wir sie hinaus! Ja. Hier wird niemand hinausgeworfen, Fangaloka. Seid uns willkommen. Mein Name ist Tanga. Meine Tochter Aonui hat uns von eurer Ankunft berichtet. Ihr genießt selbstverständlich unsere Gastfreundschaft. Mein Name ist Miriana. Ich habe diese Menschen hierher geführt. Bitte helft uns. Wir haben hier Alte, Kranke und Schwache. Meine Frau bekommt ein Kind. Bitte helft uns. Wir werden für euch sorgen. Bitte kommt. Merkt euch bei uns. Kommt mit mir in unser Haus. Helf mir los. Du geh, mein Gott! Ich helfe dir! Hilf mir! Oh. Was ist das? Pass auf, dass du nicht stolperst! Und wir kümmern uns gut um sie. Ich
erwarten, dass jeder Einzelne seinen Teil dazu beiträgt. Wenn wir alle zusammenhelfen, dann ist es keine zu große Last für uns. Wir schaffen das! Eloni, komm mal. Wir gehen und wir kümmern uns um unsere Gäste. Eloni? Thank you.
hier in unser Haus. Mein Sohn, Mutter! Hilf mir doch! Bitte hier lang! Pass auf, dass du nicht stolperst! Wie kommt ihr denn dazu, dieses Gesindel bei uns aufzunehmen? Beruhigt dich, Obesi! Die Gastfreundschaft für eine Nacht ist heiliges Gesetz! Was? Obesi, du bist so herzlos! Siehst du denn nicht, dass diese Menschen Not leiden? Was? Meine Tochter will auch, dass diese Unglücksbringer bleiben? Kinai, sofort gehst du nach Hause! Ja. Weißt du denn nicht, dass die Leute, die gegen Acker hartes Spross sind, von ihm weggeholt werden? Aha. Und wenn schon, seht euch doch nur an, was aus euch geworden ist! Ja. Wie dem auch sei, Bayata, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann schicken wir diese Fremden morgen wieder fort. Das ist noch nicht entschieden. Wir werden uns erst zurücknehmen und unsere Entscheidung demnächst euch mitteilen. Vielleicht sollten sie bleiben. Was? Wie kannst du so etwas behaupten? Überleg doch mal. Wenn sie bleiben, dann kann Akahata auch sie als Opfer auswählen. Ich meine, wir könnten sie ihm als Opfer anbieten. Nun ist Schluss. Die Fremden bleiben erst einmal hier und wir kümmern uns gut um sie. Ich erwarte, dass jeder von euch seinen Anteil dazu beiträgt. Wenn wir alle zusammenhelfen, wird es keine zu große Last für uns sein. Wir schaffen das. Eloni, meine Tochter, wir gehen und kümmern uns um unsere Gäste. Diese Menschen werden uns Unglück bringen. Alles, was wir erreicht haben, wird zerstört. Sie werden uns unser Glück nicht zerstören. Dafür sorge ich. Kümmert dich das Leid nicht? Meine Frau und meine Kinder hat Akahata geholt. Ich habe große Opfer gebracht für das Glück dieses Dorfes. Werde ich es doch nicht zulassen, dass solche hergelaufene Mörder und Diebe uns alle in Gefahr bringen. Ja. Ich helfe dir. Ja. Aber deine Mutter will doch, dass wir dann hier bleiben. Es ist mir egal, was meine Mutter oder meine Schwester wollen. Diese Fremden gehören nicht hierher. Ja. Es liegt in der Natur des Fremden, dass er zunächst einmal nicht hierher gehört. Recht zu Eloni und wir wollen verhindern, dass sie sich hier breit machen. Ihr spinnt doch! Sie haben euch doch nichts getan! So? Ich habe ja gehört, dass dort, wo sie waren, alles zerstört worden ist! Oh, ja, nicht umsonst fliehen sie von dort! Ja. Sie sind wie Heuschrecken! Wo sie auch hinkommen, wird alles vernichtet! Alles! Denkt an meine Worte! Und sie essen Kinder! Nun, seid doch nicht so unhöflich.
Seht ihr nicht, wie mitgenommen sie aussehen? Ja! Ja, sie sehen so aus, als ob das Pech an ihnen liegt. Wir wollen sie hier nicht. Ja! Stefan Galuka, Gastfreundschaft ist uns immer noch heilig. Ja, und seit wir immer weniger werden und so viele Menschen von uns gegangen sind, fehlen uns doch sehr viele wichtige Freunde. Gibt es hier etwa eine solche? Oh, keine Sorge, es gibt hier keine solche. Aber wir wollen euch hier trotzdem nicht. Ja? Lieber schnell und wohl die Ältesten, hier gibt es sicher bald einen Streit. Warte, so kenne ich dich ja gar nicht mehr. Es scheint, als ob dich andere Menschen doch wieder schlimmer. Los jetzt, los! Was bist du noch für ein Mensch? Er kommt von weit her, aus großer Not und sind der Hungersnot und knapp entkommen. Unser Fluss versiegte, wir hatten nichts mehr zu. Und jetzt wollt ihr uns Essen haben! Wir werden schon etwas finden. Was könnt ihr denn? Ja, was habt ihr denn anzubieten, ne? Oh, wir haben hier viele Talente bei uns. Ich kann gut weben. Und ich bin ein guter Gärtner. Das fehlt noch, der mit unseren Jagdgründen streitig machen muss. Ja. Los, Leute, werfen wir sie hinaus! Hier wird niemand hinausgeworfen, Fangaloka. Seid uns willkommen. Mein Name ist Tangata. Meine Tochter Anui hat uns von eurer Ankunft berichtet. Ihr genießt selbstverständlich unsere Gastfreundschaft. Mein Name ist Mirjana. Ich habe diese Menschen hierher geführt. Bitte helft uns. Wir haben hier Alte, Kranke und Schwache bei uns. Und meine Frau bekommt ein Kind. Bitte helft uns. Wir werden für euch sorgen. Bitte kommt. Sterbt euch bei uns. Morgen werden wir dann sehen, wie es mit euch weitergeht. Kommt mit mir in unser Haus. Wo bin ich, mein Sohn? Hilf mir doch. Komm, Mutter. Wie kommt ihr zu, dieses Gesindel bei uns aufzunehmen? Beruhigt dich, Opesi! Die Gastfreundschaft für eine Nacht ist heiliges Gesetz! Opesi, du bist herzlos. Siehst du denn nicht, dass diese Menschen Not leiden? Was? Meine Tochter will auch, dass dieser Unglücksbringer bleibt? Kina, sofort gehst du nach Hause! Weißt du denn nicht, dass die Menschen, die gegen den Spruch Akahata sind, von ihm weggeholt werden? Und Mensch, seht euch doch nur an, was euch geworden ist. Oh, gut schauen wir aus. Wie es dem auch sei. Bayata, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann schicken wir die Bänden morgen wieder fort. Das ist noch nicht entschieden. Und wir werden euch unsere Entscheidung zu gegebener Zeit mitteilen. Vielleicht sollten sie bleiben. Was? Wovon redest du? Na, überleg doch. Wenn sie bleiben, dann kann Akahata auch sie auswählen. Vielleicht können wir sie mal als Opfer anbieten. Die Fremden bleiben erst einmal hier. Und wir kümmern uns gut um sie.
Ich erwarte, dass jeder Einzelne seinen Teil dazu beiträgt. Wenn wir alle mithelfen, dann ist es keine zu große Last für uns. Wir schaffen das. Eloni, komm, meine Tochter, wir gehen und kümmern uns um unsere Gäste. Eloni, Thank you.